Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part Sims Lebensgeschichten. In der letzten Folge hatte Laura wieder mal ein Date mit Michael, das auch funktioniert hat. Es gab den ersten Kuss und ja, läuft soweit ganz gut. Jetzt schauen wir mal, was in dieser Folge alles kommt. Welche Überraschungen da auf uns warten. Tante Trudi ist immer noch nicht zurück. Sie ist ja angeblich bei irgendeinem Freund. Hat sie zumindest per E-Mail geschrieben. Na, mal schauen. Und Laura träumt von ihrem Michael. Ach ja, und irgendein Tobias kam auch noch vor. Als Information ihrer Freundin. Dass der wohl auch in Buchenweiler ist. Den scheint sie zu kennen, aber da weiß ich jetzt noch nichts Genaues, was da kommt. Geh dich mal fertig machen, du musst nämlich bald auf Arbeit. Und Spaß bräuchte es auch. Naja, erstmal wieder hier säubern, die Fische füttern. Nicht, dass die Tante heimkommt und die Fische sind tot. Mal schön. Gut. Kannst du mal beobachten. Ja, bringt nicht so viel Spaß, ne? Okay. Dann geh mal betrachten. Nachrichten und hat's jetzt hier noch irgendwas rumliegen. Ah, die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Okay. Können wir sonst noch machen? Gut, ist aufgeräumt. Müll gibt's auch keinen. Na fein. Und interessant, Nachrichten, Krankenhausserie, was auch immer. Na, du denkst über Geld nach, das ist gut. Gut, dann könntest du Bam. Da gehen wir dahin. Recycle das mal. Dann dürfte auch das Auto gleich kommen. Da ist es auch schon. Ui. Düdüt. Ja, da kommen wir schon. Und viel Spaß auf der Arbeit, Miss Praktikantin. War wohl ein Wunsch von ihr, auf Arbeit gehen. Jetzt müssen wir wieder warten. Bin mal gespannt, was dann als nächstes Ziel hier auftaucht. Noch müssen wir warten. Sie möchte befördert werden. Was will sie? Eine Stereoanlage und ein Bücherregal. Aber diese Wünsche sind momentan völlig zu vernachlässigen. Sie kriegt ja auch dauernd irgendwelche schönen Geschenke. Gab schon eine Kaffeemaschine da hinten, diese Pflanze da. Oh, Hunger hat sie. Und? Jawohl! Laura wurde befördert zur Assistentin. Assistentin bedeutet mehr Arbeit für nur wenig mehr Gehalt. Und es lastet viel Verantwortung auf den schwachen Schultern einer Assistentin. Der Trick ist, sich beim Boss einzuschmeicheln, sodass man schnell befördert wird.
Okay, Laura muss ab sofort von 9 bis 15 Uhr arbeiten, hat 350 Simeons verdient und einen Bonus von 700 bekommen. Na, ist doch gut. Ist doch fein. Braucht sie jetzt irgendwas Spezielles? Kreativität, na, ausgerechnet sowas. Okay, geh aber erstmal Kreuzworträtsel lösen. Dann setzt du dich hin, da hast du ein bisschen Komfort. Und das Telefon bimmelt. Oh, ja. Ist das jetzt wichtig? Ja, komm dann. Geh antworten. Kein neuer. Ah, Fähigkeitenpunkt. Ja, das machen wir fest, das passt. Skulptur kaufen. Komm, mach ein bisschen schneller, dein Telefon bimmelt. So, auf. Gibt's was Neues? Oh, wer ist denn das? Hi Laura, ein Freund erzählte mir, dass du in der Stadt bist. Das ist wirklich toll. Was hältst du davon, wenn ich so gegen 20 Uhr bei dir vorbeischaue und wir über die guten alten Zeiten plaudern? Vielleicht essen wir ja auch was. Was sagst du? Okay. Was soll ich sagen? Seine Stimme zu hören hat mich einfach umgehauen. Ich werde also kochen heute Abend. Aber ich kann ja kaum einen Toast machen, ohne dass die Feuerwehr kommen muss. Ich sollte besser ein paar Kochbücher lesen, wenn wir nicht auch noch in der Notaufnahme landen möchten. Aha, okay. Klicke auf den Fähigkeiten-Karriere-Button, um die Fähigkeiten deines Sims zu überprüfen. Du kannst ihre Fähigkeiten verbessern, indem du sie Aktionen ausführen oder Objekte benutzen lässt, die ihre Fähigkeiten steigern, wie zum Beispiel Schach spielen oder Bücher lesen. Ja, Ja, machen wir doch. Oh, Okay, sie Mara, hier möchte Mara. kochen üben. Wo ist die Schürze? Ah, immer Ja, dann hör mal auf mit dem zu babbeln da. Und geh erstmal hier säubern und auf Toilette und sowas. Ja, gell. Das müsste wahrscheinlich dieser Tobias sein, nehme ich mal an. Wir gucken mal. Ja, da ist er. Tobias Schrede, genau. Oh, und ein Herzchen daneben. Ich ahne Schlimmstes. Ja, hungrig ist er auch. Komfort bräuchte es auch. Energie auch. Oh Gott, das wird lustig. Muss ich da jetzt lesen oder? Okay. Sie kann aber bestimmt auch per Fernsehen lernen, denke ich mal. Dann sitzt sie wenigstens ordentlich. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Also, dass das auch so angenommen wird, weil ich habe keine Lust auf Kochbücher. Immer so langweilig. Fernsehen geht meistens schneller. Umschalten, Schlemmer-TV auf. So, dann üb mal kochen. Das hab ich geahnt. Würdest du bitte weiterüben? Okay, gut. Dann muss es eben doch das Buch sein, ne? Da kochen. Nix da faul rumsitzen. Dein Besuch kommt gleich. Hopp, hopp. Aufstehen. Also ehrlich. Ach, rennst du wieder darüber? Und schon wieder Telefon. Gut, okay. Hat ja direkt geklappt. Ja, geh mal ran. Antworte mal. Das sind aber erst 3 Kochpunkte. Oh nee, sie braucht 4. Mist. Jetzt ruft dieser Michael an. Sehr interessant. Lern weiter. Keine Zeit heute. Nee, nee. Und weg. Ja, ich sag auch nur noch. Tut mir leid, du musst noch lernen. So, dann beschleunige ich das Ganze hier mal wieder ein bisschen. Die Dame beim Kochen lernen. Na, macht Spaß? Nee, ne? Nicht wirklich. Geht das auch schneller? Gott, die verhungert gleich und fällt auch bald müde um. Wann wollt der kommen? Um 8. Das wird knapp. Ich verstehe dieses blöde Rezept einfach nicht. Paprika? Was um alles in der Welt ist das?
Naja, ich habe ihm gesagt, dass er einfach morgen um 20 Uhr vorbeikommen soll, wenn ich nicht anrufe. Hoffentlich geht mir bis dahin ein Licht auf. Wieso morgen? Ich denke heute. Oh, jetzt mach mich nicht schwach. So, 20 Uhr. Uah. Und sie hat's gelernt. Jawohl. Cool. Leute, hör mal auf zu lesen. Kommt der erst morgen? Ah, das wäre ja cool. Dann, naja. Umso besser. Juhu. Ja, was ist Paprika, gell? Wenn man das so genau wüsste. Gibt's in drei Farben. Rot, grün und gelb. Wie eine Ampel. Dann geh dich mal duschen. Wenn der ja heute nicht kommt, ist ja schön. Ich dachte, der käme an dem Tag noch. Weil ich mache hier die Raserei. Ja, umso besser. Nö, nichts Neues. Sie wollte aber noch Kreapunkt. Egal. Morgen ist auch noch ein Tag. So, dann kannst du mal ausprobieren, ob du was Neues essen kannst. Ui, ja. Sie hat richtig Hunger, macht ihr Hamburger. So, hier kommt auch keiner mehr. Also ist 21 Uhr. Sehr schön, dann ist das wirklich für den nächsten Tag erst gedacht. Hätte man sich den Stress gar nicht so doll machen müssen. Aber andererseits, gut so, jetzt kann es wenigstens. Ach, jemine. Was will die denn auch mit dem Typen da? Na, mal schauen, wie der so ist. Ah, Paprika. Jetzt habe ich es kapiert. Ich hoffe, Tobias ist auf eine kulinarische Tour de Force vorbereitet. Wann wollte er doch gleich kommen? Ach ja, 20 Uhr. Morgen. Nicht heute. Gut so. Gut, dann räum auf. Und dann würde ich sagen, was kannst denn du noch machen? Am besten direkt ins Bett. Umso schneller bist du wieder wach und wir können wieder schöne Sachen mit ihr erleben. Jupp, Ah, schau du mal. bist auch müde genug, genau. Da steht ein kleiner Wecker. Hallo du. Sieht dir aus. Richtige Uraltwecker. Die klingeln immer so fürchterlich. Und sie träumt schon wieder von Tante Trudi, von Michael mit Herzchen. Ach ja. So ist das. Sehr verschwommene Bilder. Häuser mit irgendwelchen Männerköpfen drin. Aha. Halt, Mädel, steh auf. Komm, raus aus den Federn. Benutzen, säubern, Hände waschen. Ach ja, das übliche Morgenprogramm. Säubern, füttern. Und dann kannst du auch noch was füttern. Mach dir doch mal Pfannkuchen. Sollte ja von der Zeit her einigermaßen gehen. Mach dann mal ein bisschen schneller wieder. Da, 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 da. So, putz, putz. Fütter, fütter. Aha. Jetzt geht's an die Pfannkuchen. Mal ein paar Eier verrühren. Ja, eine Stunde, okay, das packt sie. Na, kannst du das auch richtig rühren, rühren, rühren? Alles schön verrühren. Ja, bisschen schneller, genau. Ab in die Pfanne. Hast ja jetzt schön kochen gelernt, sollte ja wohl klappen.
wie schön sie die Pfannkuchen wendet. Ja. Und guten Appetit. Oh, die sehen lecker aus. Das Vanille. Soße da, der gelbe Klecks. Oder hast du Ahornsirup oder irgend sowas benutzt? Ja, ja. Die immer essen. Also Manieren haben die nicht gelernt. Die lieben Sims. Ja, gut, dann spül den noch ab. Bevor das Auto kommt. Da kommt es nämlich schon. Nüt, nüt. Ja. Und dann geht's auch schon wieder auf die Arbeit. Viel Spaß. Komm bald wieder. Jetzt ist sie ja einmal befördert worden, wird aber immer noch mit so einer Klapperkiste abgeholt. Naja, mal gucken, wann sich das ändert. Ob da irgendwann auch schönere Autos kommen. Hubla. Oh, der Boss lädt Laura ein, an einem Seminar über die Unterhaltungsbranche teilzunehmen. Aber eigentlich kann sie das Projekt, an dem sie gerade arbeitet, nicht im Stich lassen. Was soll Laura tun? Jo, ich weiß nicht. Ich ignoriere wie immer. Wir wollen ja, dass das hier gut vorwärts geht. Und nicht irgendwelche Katastrophen passieren. Ah, wie dieser Baum, so sieht es bei uns da draußen auch gerade aus. Ein bisschen rosa. Allerdings mehr rosa Blüten. Ein schönes Blütenmeer an den Bäumen. Ich finde das ja immer schön im Frühling. Wenn alles blüht und... Ach, die Temperaturen jetzt auch so richtig schön sind. So, willkommen zu Hause. Und es bimmelt schon wieder. Ah, dann gehen wir direkt ans Telefon. Gucken, wer da wieder was von dir will. Michael. Schwaben. Oh, Chief Ram. Awesome. Reprise. Ja, der gute Ram. Was hier? Yeah, Bro. Ich lade das. Aha. Aber schon ein neues Ziel noch nicht. Okay, dann geh du mal. Nutzen, duschen. In Trabzon. Immer drauf. Ja, komm. Du hast noch eine Verabredung heute. Auf geht's. Hopp, hopp. Nicht, dass das nachher zeitlich nicht hinhaut. Weil der Kerl vielleicht zu früh kommt oder man weiß ja nie, ne? Dann geht da irgendwas schief. Vielleicht sollte sie auch noch mal einen Kaffee trinken. Ja, koch mal Kaffee. Na, bist du hübsch genug? So. Oh Gott, da liegt noch die alte Zeitung rum. Achso. Ja, nee. Trink den Kaffee auch, komm. Mädel, du hast nicht viel Zeit. Der kommt bald. Na, der Kaffeeautomat scheint gut zu sein. Energieleiste geht doch ganz schön runter, das ist schön. Nicht, dass du jetzt auch so einen Zitteranfall kriegst, wie die anderen Sims in meinem anderen Let's Play. Sag, komm, das reicht. Schlürf. Oh, wo tut sie jetzt den Becher hin? Ja, auf dem Fußboden, wohin auch sonst. Dann kannst du das noch recyceln und dann kannst du noch ein bisschen betrachten. Oh, sind wir doch zeitlich super dabei. Essen lasse ich sie jetzt nichts, weil sie will ja nachher bestimmt für den Typen kochen. Mhm. Und dann warten wir einfach, dass der Mensch auftaucht. Ach so, halt, nee. Schalt wieder um auf Nachrichten. Oh,
Wir warten. Sehr schön. Gut, dann mach doch da mal aus. Und zur Abwechslung, wie wär's, wenn du mal Musik machst? Schalt mal Musik ein. Aha. Genau, leg dich ein bisschen hin. Mal gucken, wann der Typ kommt. Ich hoffe, der kommt heute. Pünktlich scheint der ja nicht zu sein. Hallo. Ah, da kommt er. Nee. Das brauchst du nicht. Tobias begrüßen, bitte. Hallo, Brennan. Bitte. Hi. Hallo. Immer langsam mit den jungen Pferden. Oh Mann, ich hatte ganz vergessen, was für ein guter Küsser Tobias ist. Wie wäre es, ihm einen richtig romantischen Kuss zu geben? Immerhin ist es ja fast 4 Jahre her, seit wir zusammen waren. Das ist so gut wie gar nichts. Na, also du hast ja Wünsche, Ach nee, Mädel, was tust du da? Und? Zählt das? Wow, das war gut. Und trotzdem ist da etwas, das mich stört. Ich meine, theoretisch gesehen habe ich ja keine Beziehung mit Michael. Wir sehen uns nur ab und zu. Und ich fühle mich praktisch dazu gezwungen, dieses Date mit Tobias fortzusetzen. Naja, vielleicht sollte ich mir einfach nicht so viele Gedanken machen. Ja, mach dir lieber nicht so viele Gedanken, genau. Geh mal rein und... Nee, nix da. Oh, komm her. Kannst du mal mit dem tanzen? Das wäre doch schon mal was. Wenn schon mal Musik an ist. Genug in Erinnerungen geschwelgt. Ich fange lieber an, das Essen vorzubereiten, bevor Tobias noch im Müll auf Nahrungssuche gehen muss. Okay. Was haben wir denn da? Irgendwas Bestimmtes? Okay. Egal was. Dann sag ihm, du machst jetzt das Essen. Komm. Und zum Abendessen servieren. Nudeln mit Käsesoße. Ich mach mal was zu essen, okay? Ja. Na, wenigstens hat sie Hunger. Und was macht der Gute? Ah, tanzt da rum, okay. Gib dir Mühe. Lecker. Zum Essen rufen Gäste. Aufkommen, es ist angerichtet. Guten Appetit, ihr zwei. Tabul sei Brahmanatisch. Ojavaran, Krummel, Plan. Wo ist denn die? Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was mit denen noch kommt. Ich habe eine Lasse. Norg. Ich habe
Ah, scheinen sich ja auf jeden Fall gut zu verstehen und gut zu unterhalten. Das Kochen lernen war auch nicht ganz umsonst. Ach, wartet doch, bis er fertig ist. Im Abräumen. Ich finde es immer fürchterlich, wenn die Leute mitten im Essen noch aufstehen und dann den Kram wegräumen. Weil ich das manchmal auch mache. Aber halt daheim. Ja, wie? Zeit fürs Abendessen hatten wir doch jetzt. Huhu. Och nö. Warte. Ob du Essen aus dem Kühlschrank oder am Herz fertiges klickst du den Vegetarier kannst. Hab ich doch gemacht. Und er hat auch gegessen. Okay. Mal gucken, vielleicht geht's von alleine weg. Ah, eben. Ich dachte schon. Meine Güte, das Essen war einfach fantastisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin so satt, ich kann gar nicht mehr aufstehen. Da wird Tobias mich wohl tragen müssen. Okay, das ist nur eine faule Ausrede, um in seine Arme zu fallen. Wie auch immer, auf geht's. Aha, was will sie? Halt, wo rennst du denn wieder hin, Mädel? Bleib mal da. Okay. Wo ist denn der Mensch? Dann gucken wir doch mal, ob du in seine Arme hüpfen kannst. In die Arme springen. Vielleicht hätte sie sich vorher noch auf Toilette erreicht. Er hat sie tatsächlich gefangen. Ja, sehr schön. Und jetzt? Laura. Ups. Als ich das kaufte, musste ich an dich denken. Ich möchte es dir schenken. Aha. Okay. Was haben wir da bekommen? Ein Spiegel. Ein goldfreier Spiegel. Aha. Na toll. Ist die so eitel? Na gut. Ja. Nee, dann rennen sie wieder durch die Gegend. Ah, das ist nett von ihm. Obwohl ich finde, dass es etwas früh ist, wieder ernste Gefühle für Tobias zu haben. Ich muss erst mal schauen, wie das mit Michael weitergeht. Nee, du musst jetzt auch was rausbringen. Rede mal mit dem. Halte ihn noch mal. Na dann verabschiede dich mal. Oh Gott, nee. Und tschüss. Gut. Und dann würde ich sagen, reicht das auch für heute wieder? Und ich mache einen Break. Hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.